Ja, hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Sakusa spielt Battlefield 4. Endlich ist ja das Spiel draußen, können wir endlich alle zocken und ich werde jetzt mal meine ersten Erfahrungen mit dem Spiel so hier zusammenfassen. Und nochmal ein dickes Sorry erstmal, dass es schon so lange keine Videos mehr von mir gab, weil, ja, bei mir ist das Internet irgendwie abgespackt irgendwie und jetzt seit 1,5 Wochen kann ich hier irgendwie zu Hause nicht mehr ins Internet rein. Ist natürlich blöd, wenn man hier einen Online-Shooter spielen will und zum Video uploaden ist das meistens auch nicht so ganz toll. Naja, danke erstmal an die tolle Telekom und ihre Mitarbeiter. Super Sache, dass das hier so lange gedauert hat. Bei denen könnt ihr euch bedanken. Gut. Ja. Also, über Battlefield 4. Was soll man dazu sagen? Also, ich war ja so super heiß drauf. Die Beta fand ich eigentlich auch recht gelungen. Und hat mich also halt ganz gut gefallen. Und dann kam das Hauptspiel raus und oh mein Gott, was für eine heilige Scheiße war das denn? Also das ist, glaube ich, mit Abstand der beschissenste Spielstart, den ich so in den letzten 20 Jahren so erlebt habe. Und geht gar nicht. Also wirklich, Wahnsinn. Spiel installiert, los geht's. Was gibt's? Abstürze am laufenden Band. Also echt, du joinst ins Spiel rein, spielst vielleicht so eine halbe Runde irgendwas. Dann kommt die neue Runde. 2 Minuten lang erstmal Ladebildschirm und was ist? Ja, nach 10 Minuten der gute alte Absturz. Naja, jedes Mal so kurz vorm Ende halt von der Runde natürlich. Und immer gerade, wenn so einigermaßen gut lief sogar. Und was ist damit los? Ja, natürlich ist damit halt auch ungefähr die ganzen Stats halt und die Punkte hast halt auch verloren, weil die halt so serverbasiert sind. Sprich, du spielst halt einfach mal so 2 Stunden lang, hast keinen einzigen Punkt XP bekommen. Ganz toll. Ja, so macht das Spiel natürlich immens Spaß. Und wofür gab es nochmal diese Open Beta eigentlich, frage ich mich. Ach so, zum Austesten und der Stabilität des Spiels und der Server? Ja, dann hat es ja wirklich gut geklappt. Also wirklich Gratulation an DICE und EA dafür. Hat es ja wirklich voll gebracht, diese Beta, ja. Also selbst Call of Duty, ja, schafft es ja irgendwie jedes Mal ohne irgendwie einen Anstand irgendwie von Problemen, dass sie das und ohne irgendwie einen Open Beta Test irgendwie machen zu müssen, dass ihre Spiele irgendwie flott laufen und irgendwie keine Probleme es da gibt. Also, würde ich mal drüber nachdenken. Eventuell mal das Spiel dann irgendwie halt eine Woche später irgendwie erstmal dann releasen und das halt verschieben, anstatt irgendwie dann irgendwie 30 Patches abzuwarten, bis man irgendwie dann mal das Spiel einigermaßen dann irgendwie spielen kann. Also, ganz toll. Naja. So, zweiter Problempunkt ist dann gleich die Serversuche, beziehungsweise wie man ein Spiel finden kann. Es gibt halt am Anfang überhaupt keine Warteschlangen. Sprich, ja, du suchst ja natürlich schon irgendwie irgendwas, ein volles Server irgendwie so, wo halt noch so ein paar Plätze frei sind. Irgendwie so 1 bis 5 ist, glaube ich, so die beste Einstellung. Ja, da siehst du halt ein paar. Gut, okay, schaust mal. Ah ja, cool. Der unten ist Server, der ist halt irgendwie, keine Ahnung, 4 Leute sind noch, 4 Plätze sind noch frei. Klickst du drauf, willst du joinen. Oh, Server schon voll. Und das geht halt echt so ohne Scheiß 10 Minuten lang, bis du mal irgendwie mit Glück irgendwie nochmal einen bekommst, der irgendwie nicht gleich voll ist. So, dann bist du drin. 2 Minuten lang Ladebildschirm, bis du dann irgendwie mal endlich dann spielen kannst. Und was ist? Ja, geil. Ein völlig anderer Spielmodus und eine ganz andere Map, als man sie sich vorher ausgesucht hat. Also wozu wähle ich dann überhaupt was aus, irgendwie, wenn es dann eh irgendwie so ein reiner Zufallsgenerator ist? Also ich meine, gut, klar, ist natürlich irgendwie nicht so geplant, ist natürlich irgendwie krasse Bug und so weiter, aber ja, das ist eigentlich schon das Problem, genau, es ist halt ein scheiß Bug. Was soll das denn irgendwie, da irgendwie so ein halbgares Spiel da rauszubringen irgendwie? Dafür zahlt dann schon gerne meine 50, 60 Euro, oder? Ah, das gibt's gar nicht, ey. Naja, und wenn du dann mal im Spiel bist, das ist der größte Scheiß, den sie mit Battlefield 4 gemacht haben. Wenn du auf dieses Deploy, also auf dieses Joinen drückst, war es ja bei der Beta so, bist du instant gejoint und hast sofort spielen können. Was ist jetzt? Nein, man muss einen schwarzen Bildschirm 2-3 Sekunden lang anstarren, bis man dann wirklich mal was sehen kann vom Spielfeld. Und ist ja nicht so, dass du in dieser Zeit nicht irgendwie verwundbar bist. Nee, du bist schon unverwundbar, aber der Gegner kann dich halt einfach sofort spotten. Schaut halt schon mal so, ah ja, guck mal, da vorne ist so ein Depp wieder gejoint. Geil, schon mal auf den Kopf gezielt. 1-2, schieß schon mal drauf los. Naja, hast halt keine Chance. Sprich, du joinst und bist instant tot, weil halt irgendein Gegner dich natürlich sofort abgeknallt, weil du blöd in der Pampas rumstehen musst. Naja, ganz toll. Ich meine, warum war das in der Beta irgendwie scheiße? Irgendwie, keine Ahnung. Es war halt das Beste überhaupt. Ist man sofort reingejoint. Und so hat es überhaupt auch einen Sinn ergeben, diese blöde Kamera da unten zu haben, wo man halt irgendwie dann sehen konnte, wie der jeweilige Spawnpunkt, wo man halt dann reinspawnen will, gerade ausschaut. Irgendwie diese aktuelle Lage halt mit dieser Kamera. Das ist halt super gewesen. Aber so macht es halt überhaupt keinen Sinn, weil, naja, du schaust halt schon die Kamera an, so, okay, kein Gegner, joinst drauf. Naja, in 3 Sekunden kann halt irgendwie dann die ganze, ganze Gegend halt voll sein, aber super. Also, ich frage mich echt, warum sie das zurückgeholt haben, diesen scheiß schwarzen Bildschirm. Dadurch Domination für mich unspielbar, ohne Scheiß, also das geht gar nicht.
Ich habe irgendwie dann, keine Ahnung, immer so mindestens 10 bis 20 Kills und halt genauso viele Deaths, weil irgendwie die Hälfte davon einfach mit dem scheiß schwarzen Bildschirm halt zusammenhängen. Aber macht ja nichts. Also ganz toll gemacht. Nun gut. Ja, was haben sie sonst noch geändert? Also, ja, beim Nachladen, das war ja bei der Beta auch so, da hieß es ja erst vor der Beta noch so, dass sie es so machen wollten, dass man, wenn man den Clip nachlädt, dass dann der Clip, den man halt noch nicht ganz zu Ende geschossen hat, dass der einfach verloren ist. Also sprich, du verlierst halt viel schneller die Munition. Das haben sie dann aber auch nur bei den Konsolen so bei der Beta gemacht. Bei dem PC war es aber nicht so. Da hat man einfach nachladen können. Und das ist halt wie immer, wie man es halt von Shootern normalerweise kennt, dann verliert man halt keine Munition dadurch. Und, naja, das haben sie jetzt irgendwie komischerweise jetzt dann doch für das Hauptspiel dann wieder rumgeändert. Jetzt ist es halt doch so gewesen am Anfang, dass man halt sagt, okay, du schießt halt einen Schuss. Wenn du nachlädst, dann verlierst du halt den Rest deiner Munition. Und, naja, fand ich jetzt irgendwie nicht so toll, also entweder sollte man sich halt entscheiden für eins von den beiden und es halt dann durchziehen oder nicht. Und ja, da sind wir schon beim größten Problem. Das war genau 3 Tage lang, war das so, dieses Feature gegeben. Beim nächsten Patch auf einmal, ach nee, wir machen es doch wieder so wie immer. Beim Nachladen findet man doch keine Munition. Also sind sie wieder vollkommen zurückgerudert. Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich fand es eigentlich ein ganz interessantes, ganz interessante neue Herangehensweise mit dem Nachladen, war so ein bisschen taktischer, man muss halt irgendwie drüber nachdenken, wann kann man nachladen, wann nicht, wann ist es besser mit einem halben Clip rumzulaufen und naja, man ist natürlich auch dann für den Versorger natürlich ein bisschen wichtiger dadurch, die Figur, weil halt einfach dann natürlich die meisten Leute halt unter Munitionsarmut leiden und er dann halt dadurch natürlich eine wichtigere Rolle einnimmt auf dem Battlefield. Aber, naja, wieder zurückgetan und ich verstehe es einfach nicht. Warum? Warum ändert man das? Ich meine, das ist ja eine Spielmechanik und nicht irgendwie ein Bug gewesen. Von daher, warum patcht man das nach 3 Tagen schon wieder raus? Das ist halt irgendwie mir nicht eingängig. Sprich halt einfach, dass DICE einfach keine Ahnung hat, was sie überhaupt eigentlich wollten irgendwie bei dem Spiel, was das angeht. Was kommt als nächstes? Ich meine, ja, jetzt können Panzer beim nächsten Patch schon irgendwie fliegen oder was? Und mit dem Werkzeug kannst du dann irgendwie Leute heilen beim nächsten Mal oder was? Ich meine, vollkommen hirnrissig, aber naja, gut, jetzt ist es halt wieder so wie immer. So, toll. Ganz toll. Ja, und selbst wenn man das könnte, irgendwie so die Leute zu heilen mit dem Werkzeug, die Verbündeten, die würden es ja eh nie machen. Also so ein Revive, der ist ja jetzt irgendwie neu, gibt da nicht mehr 100 Punkte und man ist instant mit 100 Gesundheit wieder am Start. Sondern wenn man einfach nur kurz einen mit dem Defibrillator wiederbelebt, dann hat man nur 20 Energiepunkte und man kriegt dementsprechend auch für die Wiederbelebung nur 20 Punkte statt den 100. Und man kann diese 100 Punkte zwar schon auch schaffen mit dem Wiederbeleben, dafür muss man aber halt irgendwie so 4 Sekunden lang irgendwie diese Defibrillatoren aneinander reiben. Und in der Zwischenzeit bist du halt irgendwie, naja, so die krasse menschliche Zielscheibe auf dem Schlachtfeld und bist halt vollkommen wehrlos. Und dafür, dass du halt irgendwie dann die 100 Punkte bekommst, naja, dieses Risiko geht halt irgendwie kaum einer ein. Die meisten Leute, naja, wenn überhaupt, dann wirst du mal irgendwie so mit 20 Punkten wiederbelebt, was dir eigentlich überhaupt nichts bringt, weil da die nächste Papierkugel kann ich halt sofort wieder töten. Von daher kannst du mich dann gleich tot lassen, weil das bringt halt überhaupt nichts. Das ist halt nur ein Kill geschenkt irgendwie für die Gegner. Und naja, man kann halt dann schon noch wenigstens so machen, dass man sagt, man belebt ihn wieder und wirft ihm halt noch so ein Medipack hin, dass du dich wenigstens so ein bisschen wieder regenerieren kannst. Aber das machen auch die wenigsten irgendwie. Was ich so bisher gesehen habe, also weiß ich, finde ich jetzt irgendwie eher scheiße, was sie da gemacht haben bei diesem Reanimieren. Warum haben sie sich einfach gelassen mit dem, dass man einfach einen Instant wiederbelebt mit 100 Punkten und man kriegt ja noch 100 Punkte? Fand ich irgendwie besser, weil so denken sie sich halt so wie ich. Keine Ahnung, bin dann auch als Medic dann irgendwo rumgelaufen, dachte mir so, ja, scheiß doch drauf, da liegt halt einer am Boden, ist mir doch egal, ich riskiere doch jetzt irgendwie nicht hier noch einen Kill irgendwie, dann schießt doch lieber jemanden ab und kriegt halt mehr Punkte dafür. Also irgendwie, gut, wenn ihr es so haben wollt, bitte sehr. Führt aber, glaube ich, eher zu einem bescheuerteren Weg im Spiel, aber was soll's. Ja, und wie ich schon prophezeit hatte in meinen vorherigen Videos während der Beta, wenn man Squadleader hat, ist es zu 95% Wahrscheinlichkeit so, dass der keinen Befehl während dem gesamten Spiel einem erteilt. Ja, wozu auch, wird ja nur irgendwie so fast die doppelten Punkte geben für ihn und für das Squad. Und man wird halt irgendwie auch so einigermaßen weiß nicht, vielleicht irgendwie das Squad irgendwo hinlenken, irgendwie so ein bisschen kommunizieren. Aber nee, denkst du Puppe, wird nicht gemacht. Krassen Idioten am Start irgendwie. Also, ich habe bisher auch noch keinen gesehen, der mal irgendwie ein Fahrzeug repariert hat. Ich bin irgendwie nur so der Einzige, der mit rumläuft. Naja, und wenn ich meine eigenen Fahrzeuge repariere, dann werden die mir halt irgendwie noch geklaut von irgendeinem Spacko. Auch toll, da fährt er dann mit dem 2% Health Panzer dann irgendwie ins Schlachtfeld rein, ist halt natürlich sofort tot. Ganz toll, Jimmy. Aber Hauptsache noch irgendwie einem in die Suppe spucken oder was. Also, naja,
Ja, und mein Gott, ich meine, bei den Gameplay sieht es dann auch, man kann ja immer zu zweit im Panzer rumfahren und da joint er dann irgendeiner bei mir im Panzer dann halt. Ist ja schön und gut, ist ja super, dann hast du noch den Gunner oben am Start. Aber wenn er halt dann irgendwie angeschossen ist, nicht, dass du dann denkst, dass der dann wenigstens rausgeht und irgendwie mal dann ein bisschen repariert oder so. Nee, Quatsch. Entweder läuft er dann weg irgendwie und dann denkst du ja noch so irgendwie, naja, komisch, warum ist der Gunner irgendwie nicht mehr da? Ach ja, der ist ja weggelaufen, tot, danke. Oder, keine Ahnung, er hockt einfach so lange drin, bis wir halt dann beide explodieren und ich meine, dann brauchst du nicht in den Tank rein und naja, die meisten sind eh so bescheuert und gehen dann gar nicht mit der richtigen Klasse dann in den Tank rein, sondern irgendwie, ja, ich bin doch Medic gewesen, was kann ich denn dafür? Ja, Medic im Panzer, das bringt natürlich auch extrem viel. Gut gemacht, Jimmy. Naja, also das ist auch sehr intelligent. Ja, dann sprechen wir ein bisschen über das Map-Design vielleicht noch. Also, gut, die sind schon abwechslungsreich, was so die Lichtstimmung und so angeht. Ich meine, über Nacht, Tag, Sommer, Sonne, Strand gibt es halt irgendwie. Es gibt dann irgendwie den Herbstlaub-Level etc. etc. Also da schon so die Vielfalt geboten. Aber zum Anfang habe ich halt nur erstmal ein bisschen Domination recht intensiv gespielt. Und da fand ich, hat sich wirklich fast jede Map genau gleich angefühlt und genau gleich gespielt. Also die Flaggen sind halt immer sehr nah beieinander, in so einem Dreieck meistens aufgestellt. Und so, ja, bei den meisten größeren Maps ist es halt so, dass halt irgendwie so 60, 70% von der restlichen Map überhaupt nicht genutzt werden. Die sind halt irgendwie so am Rand und da ist halt natürlich überhaupt keine Sau, weil, naja, man ist natürlich bei den Flaggen halt natürlich am Start, weil da ist natürlich die Action. Also, weiß ich, so ein bisschen vergeudet, hätte man auch die Map dann gleich kleiner machen können. Und ja, egal wo man sich befindet, es gibt immer so vier, fünf Wege, von wo dann die Gegner herkommen können. Also man kann sich überhaupt nicht absichern und ja, man wird einfach regelmäßig immer von hinten gekillt. Egal wie vorsichtig du bist, also das finde ich auch so ein bisschen, naja, dadurch fehlt halt irgendwie so dieses taktische Moment, wenn es halt irgendwie viel zu sehr dieser Zufallsgenerator einfach ist. Ja, gut, jederzeit kann halt von hinten jemand kommen oder von der Seite. Super, ganz toll. Weiß nicht, macht mir jetzt auch nicht so viel Spaß. Ja, und ja, gut, bei Conquest habe ich danach ein bisschen gezockt. Da merkt man halt dann schon, okay, das Ganze ist ein bisschen besser, weil, naja, so wie immer halt, haben sie es halt so gemacht, die haben halt für Conquest erstmal die Maps irgendwie konzipiert. Da merkt man auch, dass das ein bisschen Sinn dahinter und Verstand. Das ist auch einigermaßen geil. Und dann haben sie sich halt gedacht, aha, wir brauchen ja noch irgendwie Team Deathmatch und Domination, den ganzen anderen Dreck. Naja, dann machen wir es halt so wie bei Battlefield 3 und bei allen anderen Maps, Spielen bisher halt auch. Wir reduzieren einfach die Map und schneiden halt einfach außenrum ein bisschen was ab. Klatschen halt in der Mitte halt einfach drei Punkte rein und fertig ist der Lack. Naja, das war schon bei Battlefield 3 eher scheiße, wie ich fand. Und die meisten, mit denen ich gesprochen habe, fanden das auch so. Dass es halt irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes war und das Map-Design nicht so toll war, eben halt für die anderen Spielmodi. Aber naja, was soll's. Ja, also die Conquest-Maps, die finde ich halt dann schon einigermaßen geil. So, da merkt man halt dann einfach echt, ja gut, da ist halt wirklich dann einigermaßen was geboten. Und ja, ansonsten Evolution, mein Gott, große angekündigt hier, die tolle Neuerung. Ich sehe echt keinen Unterschied. Ich meine, es gibt halt genau dieses eine Event, was halt irgendwie bei den meisten Maps eh irgendwie so voll der hirnrissige Schmarrn ist. Ich meine, das beste Event ist halt immer noch echtes von dem Siege of Shanghai, was man halt von der Beta kennt, mit dem Hochhaus. Dann gibt es halt noch, okay, das mit dem, was man halt auch noch aus anderen Videos herkannte, von dem Paracel Island, wo halt dann der Sturm aufbricht und halt dann alles so recht dunkel wird und dann halt dieses Schiff dann auf die Küste zufährt. Da mache ich noch ein extra Video davon. Das schaut recht geil aus. Das sind ja auch wirklich die einzigen zwei Sachen. Der Rest ist alles so, da fällt dann irgendwie so ein kleiner Turm irgendwie um und dann hast du halt so ein paar Brösel oder irgendwo wird dann irgendwie die Straße aufgebrochen irgendwie. Dann ist halt unten dann so eine Gasleitung, die dann explodiert. Pff, ja, super. Irgendwie kann man das nicht einfach normal machen. Ging das nicht schon bei Battlefield 3 irgendwie? Da muss man das schon als Evolution dann irgendwie verkaufen, als die große Neuerung. Und es macht halt überhaupt nichts aus. Also bei den meisten Maps habe ich überhaupt gemerkt, dass das irgendwie einen Unterschied macht vom Spielerischen her. Weil das hieß es ja auch so, ja, guck, Levolution, das ändert halt das ganze Spielfeld so krass, dass man irgendwie alles irgendwie dann ganz neu machen muss. Es gibt dann noch eine Map, okay, diese Floodzone, glaube ich, heißt die, wo man halt so einen Damm absprengen kann und dann wird dann die ganze Innenstadt dann quasi überflutet und dann kann man halt dann da noch mit Booten rumfahren. Aber ja, das ist halt so in der Theorie ganz geil, aber in der Praxis halt der vollkommene Schwachsinn natürlich gewesen, weil die Kämpfe sich halt einfach nur oben auf den Dächern von den Häusern irgendwie abzeichnen und halt der Rest halt in dem Helikopter abgeht. Also ich habe da überhaupt kein einziges Mal irgendjemanden mit so einem Kanonenboot da irgendwie unten rumfahren sehen und sich irgendwie Gefechte liefern. Also, ging halt so ein bisschen an der Map leider vorbei irgendwie, wie ich fand. Also, naja, alles in allem eher ein Schmarrn. Gab's halt einfach teilweise auch schon in Battlefield 3, so bei Caspian Border, so der Turm, der runterfällt. Das ist genau dasselbe. Das ist auch Levolution, das... Pff,
bin mal gespannt, wie das dann mal sein wird bei dem einen DLC, den sie dann rausbringen, wo halt dann, und dann so alte Maps wie Caspian Border und Metro mit Levolution dann so neu aufgebracht werden. Das wird doch genau dasselbe bleiben. Also, da verarschen doch die Leute wieder von vorne bis hinten. Naja, ist auch dann immer genau das Gleiche vom Levolution Event. Das ist halt irgendwie nichts Dynamisches, sondern es ist halt immer genau gleich berechnet. Also von daher auch eher lächerlich. Im Endeffekt ist es halt genauso wie bei Call of Duty, wo die Leute dann auch so rumgeheult haben. So, ja, ist ja voller Scheiß eigentlich. Zu Recht ja natürlich auch. Aber naja, zumindest haben die das nicht irgendwie als krasses dynamisches Event dann irgendwie verkauft. Und ich meine, Call of Duty ist halt natürlich alles so in den Kinderschuhen. So irgendwie kannst du halt irgendwie eine Wand absprengen mit C4 und das war's dann halt auch. Oder eine Tankstelle umkippen lassen. Ja, super. Aber naja, wenn man sich so überlegt, Battlefield 4 ist eigentlich auch nicht unbedingt so viel anders. Es ist halt ein bisschen größer von den Maßen her, aber ja, es ist eigentlich genau dasselbe Event, einfach nur ein bisschen größer, aber sonst genau dasselbe Schwan. Von daher, ja, rechter Schwachsinn mal wieder gewesen. Und ja, ich weiß nicht, und dann haben sie es aber irgendwie dann vom Zerstörerischen her irgendwie dann aber zurückgenommen, wie ich finde, im Vergleich zu Battlefield 3. Ich meine, Battlefield 3 kennt man ja, bei manchen Maps, da konnte man ja irgendwie dann so schön die Häuserwände irgendwie so mit einer Panzerfaust oder was dann abschießen und dann sind halt so die Gesteinsbrocken dann runtergefallen auf die Straße, damit konnte man dann irgendwie auch Leute Schaden zufügen oder töten sogar. Und also ich habe das jetzt bei manchen Maps schon irgendwie versucht hier und die meisten Häuser sind einfach nicht zerstörbar. Das ist vollkommen lächerlich irgendwie. Also das ist weniger zerstörbar als irgendwann. Es gibt, glaube ich, zwei Maps. Da gibt es halt dann so 3-4 Häuser. Die kannst du halt komplett zerstören. Aber, ja, so bei Siege of Shanghai zum Beispiel. Oder jetzt hier bei den, ja, ich weiß nicht, Morgendämmerung oder so, glaube ich, heißt der Level hier. Da, die Hochhäuser sind nicht zerstörbar. Da ist nichts, was du abschießen kannst. Gar nichts. Also von daher ist es halt weniger als bei Battlefield 3 bei den Maps. Was ich halt jetzt überhaupt nicht verstehen kann. Also das ist wirklich nur an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Also grandiose Arbeit, wahnsinniger Fortschritt technisch gesehen, super. Bin ich echt froh, dass ich es gekauft habe deswegen. Naja, und da hilft dann auch nicht mehr viel irgendwie, dass man dann bei jeder Map irgendwie so tausend solche scheiß Lensflares dann irgendwie reinhaut. Irgendwie die Sonne blendet einen, irgendwie, wenn man da hinguckt. Ja, ja, schon klar, wie in der Realität, gell. Da bin ich auch mal, wenn ich morgens aus dem Haus rausgehe, erstmal, wow, die Sonne, da blendet sie mich die nächsten 10 Stunden lang, ich kann nicht mehr sehen. Ich laufe über die Straße, bin gleich tot. Ja, ja, genau, super. Genau so ist das. Naja, ich meine, ein bisschen zu viel Star Trek wahrscheinlich geguckt irgendwie, weil da ist es ja auch irgendwie, naja, leicht übertrieben, würde ich jetzt mal sagen. Und, aber, ja klar, ich kenne mich schon aus damit und ich weiß schon, damit kann man halt irgendwie auch schön so ein bisschen ablenken von irgendwelchen anderen Sachen und halt, naja, den Zuschauer im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen blenden damit. Schaut halt dann irgendwie geil aus, obwohl da weniger dahinter steckt. Aber, naja, machen wir es halt so, bitte sehr. Ja, ansonsten Kampagne habe ich mal irgendwie 4 Stunden lang angezockt, nachdem ich irgendwie keinen Bock mehr hatte, Multiplayer-mäßig, nachdem das irgendwie ein einziges Lagfest war. Und ja, hab so 4-5 Stunden da angezockt, also schon fast durch. Ich glaube, der dauert ja, glaube ich, nur 6 Stunden, was ja auch so eine krasse Lächerlichkeit ist. Da, weiß ich, 6 Stunden Singleplayer, da kannst du noch gleich irgendwie anknicken, irgendwie, wenn sie dann sowas rausbringen. Weil der war eine einzige Enttäuschung. Also sowas Liebloses habe ich echt auch schon so seit vielleicht Modern, was war das Schlechteste, was ich seit gespielt habe? Medal of Honor, der erste Reboot da vor 3-4 Jahren. Das war vielleicht noch ein bisschen Stücken beschissener natürlich. Aber naja, so kurz danach kommt gleich das Battlefield 4. Ich meine, schaut halt einfach natürlich geil aus, Grafik. Ja gut, brauchen wir nicht drüber reden, super, genial. Aber naja, so ein bisschen Inhalt sollte dann schon noch die hohle Vase haben, wie ich finde. Und das war halt überhaupt nichts. Also da wollten sie sich halt wieder so den Call of Duty Zweikampf irgendwie so ein bisschen billig liefern, was sie überhaupt nicht nötig haben und auch nicht machen sollten, meiner Meinung nach. Sie sollten dann einfach nur ein Multiplayer-Spiel rausbringen, das spielt doch eh keiner wegen dem Singleplayer hier in das Battlefield. Und, weiß ich, vollkommen, also, so einen völlig beliebigen Call of Duty-Abklatsch haben sie sich dann irgendwie da hier geliefert. Deppen-KI, Schlauchlevel, scheiß Propagandamist, wieder à la Hollywood, ganz toll. Ja, die bösen Iraner, da sind sie schon wieder irgendwie der größte Feind Amerikas, genau, weil die ja so ganz am Hungertuch klappern, was so diese Militärausgaben angeht. Naja, und naja, wow, die Neuerung ist jetzt halt nicht wie bei Call of Duty der Riley, dass sie den Hund reinpacken. Nein, hier ist es noch besser. Geil, eine Soldatin, was weiblich ist. Super. Völlig bleiche Hauptcharaktere auch noch dazu. So, fertig ist der Mix, ganz toll. Naja. Was ist denn da bitte Neues dabei dran? Also wirklich. Da hätte ich eher noch diese Dreckstöne von Call of Duty, ganz ehrlich. Aber naja, das ist Emanzipation. Da jetzt dürfen sich auch Frauen umholzen lassen. Genau, darauf hat die Welt gewartet. Darauf
Dafür hat man echt jetzt jahrelang gekämpft in der Emanzipation. Super. Da wird sich bestimmt jede Frau freuen darüber. Naja, billiges Anbiedern, aber was soll's. Naja, da hätten sie dann vielleicht auch irgendwie das echt gleich weglassen können, wie gesagt. Bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Multiplayer fallen, nachdem der schon so ein bisschen verkorkst ist. Aber nee, lieber noch so ein halb angegartes Singleplayer-Erlebnis dann da reinhauen, was dann irgendwie einem nur so einen faden Beigeschmack einem liefert. Ganz toll gemacht, naja. Also, zumindest schafft es irgendwie Call of Duty, muss man es ehrlich sagen, ein Spiel rauszubringen, was am ersten Tag auch funktioniert, ohne dort abzustürzen. Und das ganz ohne Open Beta, weiß der Teufel, wie sie das schaffen. Naja, wahrscheinlich sind da nämlich nicht die trainierten Monkeys da unterwegs, sondern richtige Programmierer. Also, weiß nicht, also so vom Zweikampf, den ja irgendwie alle angestrebt haben, aber auch die beiden Spiele selber, ja. Ich meine, Call of Duty kämpft ja auch immer gegen Battlefield und Battlefield 4 haben ja auch auf der Packung, haben sie irgendwie vom Spiel auch extra irgendwie schon so billige Hinweise gebracht, irgendwie so, besser als Call of Duty und hier und da und so weiter. Ich meine, ja, wenn der Multiplayer mal laufen würde, dann wäre es wahrscheinlich wirklich besser, um einiges, klar. Aber den Singleplayer, ganz ehrlich, da habt ihr wirklich krass verloren gegen Call of Duty und das ist schon ein bisschen peinlich, muss man ganz ehrlich sagen, naja. Also, Fazit von dem ganzen Schmarrn hier. Anfangs war ich unglaublich drauf heiß, doch jetzt entpuppt sich's als der größte Scheiß. Ein Lagfest mit Abstürzen an allen Enden, nur viel Geduld und Patches werden das abwenden. Versprechungen entpuppen sich als heiße Luft. EA und DICE, der wahre Schuft. Die 60 Euro, ich könnte sie auch gut anders verbrassen. Nur gut, dass ich mir nicht hab Premium aufschwatzen lassen. So, dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht läuft dann irgendwie Battlefield einigermaßen. Man wird sehen. Bis dahin, see ya.